Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Voller Aufregung und mit buntem Stimmengewirr begann der Regionalentscheid des 65. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels, bei dem 6 Gewinner aus Schulentscheiden in und um Güstrow teilnahmen. Der Wettbewerb, der jährlich etwa 600.000 Teilnehmende verzeichnet und 1959 ins Leben gerufen wurde, zählt zu den ältesten und größten Schulwettbewerben Deutschlands. Am 28. Februar fand der Regionalentscheid in der Uwe-Johnson-Bibliothek statt, bei dem die Vorlesenden eng beieinander lagen. Am Ende setzte sich Martha Pfefferkorn als Siegerin durch und wird nun im Mai am Landesentscheid Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen. Das Bundesfinale mit den 16 Landessiegerinnen und Landessiegern wird schließlich am 19. Juni beim Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB in Berlin ausgetragen. In dieser Woche wurde eine neue, lang ersehnte Busverbindung der Rebus Regionalbus GmbH eingeweiht. Seit Montag besteht die Möglichkeit, mit dem Bus in etwa 95 Minuten von Güstrow nach Schwerin zu gelangen. Möglich macht das die Inbetriebnahme der Regiobuslinie 270, die Fahrgäste von Güstrow nach Sternberg befördert. Von dort geht es nach einer ca. 12-minütigen Umsteigezeit mit der Linie 170 der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim weiter in die Landeshauptstadt. Landrat Sebastian Konstin erläutert das Besondere dieser Linie. Das Besondere ist in erster Linie, dass wir ja quasi mit einem Bus von unserem Unternehmen, vom Rebus, in das Hoheitsgebiet sozusagen der VLP, des Unternehmens in Ludwigslust-Parchim, hineinfahren. Das ist so grundsätzlich nicht vorgesehen, aber mit diesen Regibuslinien werden wir dieses Dogma brechen und werden quasi mit unseren Bussen auch in andere Konzessionsgebiete hineinfahren. Und das Schöne daran ist einfach gesagt, dass wir somit den relativ einfachen und durchgehenden Verkehr von Güstrow, von unserer schönen Kreisstadt und Balachstadt hin zur Landeshauptstadt nach Schwerin durchführen und umsetzen können und damit ein tolles Angebot, denke ich, für unsere Fahrgäste schaffen. Die Regiobusse MV der Linie 270 fahren täglich im 2-Stunden-Takt. Und zwar von Montag bis Freitag zwischen 5 und 22 Uhr sowie am Wochenende zwischen 6 und 22 Uhr. Der Fahrpreis von Güstrow nach Schwerin beträgt etwas über 12 Euro. Apropos Fahrpreis: Es ist kein Geheimnis, dass der öffentliche Personennahverkehr ein Zuschussgeschäft ist. Das bedarf natürlich der Zuschüsse des Landes Mecklenburg-Vorpommern, das ja jeden Kilometer jetzt mit 2,05 Euro für diese Regiobuslinie unterstützt. Und den Rest übernimmt dann der Landkreis bzw. die Fahrgäste mit ihren Ticketerlösen oder Ticketverkäufen. Aber nichtsdestotrotz bleibt ÖPNV natürlich ein Zuschussgeschäft und wir sind auf die Unterstützung der Landkreise unseres Aufgabenträgers, dem Landkreis Rostock, angewiesen. Und da muss man auch ehrlich sagen, je weiter wir das Angebot ausbauen, umso größer werden natürlich auch die Zuschussbedarfe. Bei der symbolischen Inbetriebnahme der neuen Regiolinie übergab Staatssekretärin Ines Jesse dem Landkreis Rostock eine Förderung von über 300.000 Euro. Die Staatssekretärin, der Landrat und der Prokurist appellierten an die Bürger, das neue Angebot als Teil der Umsetzung der Verkehrswende zu nutzen. Besser angebunden werden soll damit auch der abseits einer gut ausgebauten Eisenbahnstrecke gelegene ländliche Raum. So bestehen mit der Linie 270 am Güstrower Bahnhof günstige Anschlüsse zum Stadt- und Regionalverkehr sowie zu den Zügen, beispielsweise nach Rostock, Teterow oder Waren. Vorgesehen ist, dieses Verkehrsnetz künftig noch enger zu stricken. Also es gibt ja landesweit verschiedene. Bei uns im Landkreis wird wahrscheinlich die nächste Regiobuslinie von Güstrow nach Mainburg, das ist ja der ehemalige Bahnanschluss, die Verbindung, die immer wieder in der Presse zu finden ist, also über Krakau am See und dann sogar bis nach Brandenburg, in das Bundesland Brandenburg hinein. Also das wird wahrscheinlich im Herbst angegangen, da sind wir jetzt gerade in den Planungen. Wir hoffen, dass wir das umgesetzt kriegen. Bis dahin müssen Kooperationen mit anderen Landkreisen vereinbart und die finanzielle Ausstattung gesichert werden. Am 11. März findet im Bürgerhaus Güstrow von 14 bis ca. 18 Uhr die traditionelle Frauentagsfeier der Volkssolidarität Region Rostock statt. Etwa 200 Seniorinnen und Senioren aus den Regionen Güstrow, Bützow, Lage, Teterow, Krakau am See und Rostock werden dabei erwartet. Die Veranstaltung wird moderiert und musikalisch begleitet von DJ Mario und bietet zudem eine Artistenshow vom Zirkus Adagio. Für die am 9. Juni stattfindenden Europa- und Kommunalwahlen sucht die Balachstadt Güstrow noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Bildung der Wahlvorstände. Nach § 12 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes MV üben die Mitglieder der Wahlvorstände ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Sie erhalten für den Wahltag je nach ausgeübter Funktion eine Aufwandsentschädigung. Interessenten melden sich bitte bei der Dienststelle Technisches Rathaus in der Baustraße 33 im Zimmer 210. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen zu den Kulturnews. Am 14. März erwartet Sie in den Ernst-Barlach-Museen am Heidberg 15 eine außergewöhnliche Lesung, die von Professor Dr. Holger Helbig und Professor Dr. Kerstin Preiwus geleitet wird. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen tieferen Einblick in das faszinierende Leben des herausragenden Künstlers Ernst Barlach zu erhalten. Unter der fachkundigen Leitung von Professor Dr. Holger Helbig, dem Herausgeber von Barlachs Briefedition und der angesehenen Schriftstellerin Professor Dr. Kerstin Preiwus werden die Briefe von Barlach interpretiert, wodurch seine vielschichtige Persönlichkeit als Mensch und Schriftsteller beleuchtet wird. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten unter info@barlach-museen.de oder telefonisch unter 03843 844 3x0. Am 16. März findet im Güstrower Bürgerhaus von 9 bis 11.30 Uhr ein Frühstückstreffen für Frauen statt, die sich mit dem Thema bedeutungsvolle Freundschaften, Wunschtraum oder Wirklichkeit auseinandersetzen. Die Veranstaltung stellt die Frage, ob es eine Herausforderung ist, wahre Freundschaften zu finden und zu pflegen und bietet Lösungsansätze dafür. Die Theologin Birgit Fingerhut wird als Referentin sprechen und ihre Kenntnisse und Erfahrungen in den Studentenberatungen und beim Mentoring der Frauen teilen. Ein reichhaltiges Frühstück, Live-Musik und eine angenehme Atmosphäre runden den Vormittag ab. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 13. März anzumelden. Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren werden parallel zu dem Programm betreut. Weitere Informationen sind auf der Website unter www.frühstücks-treffen.de verfügbar. Willkommen beim Sport. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Osterfest, aber genau die richtige Zeit, um sich auf den zweiten Diekhofer Osterlauf vorzubereiten. Am 30. März um 10 Uhr gehen alle Freunde des Laufsports auf 2, 4, 6 oder 8 Kilometer an den Start und laufen gemeinsam. Die Strecke über 8 Kilometer ist ein geführter Lauf zum Schmucksberg. Auch die Feuerwehr Diekhof ist mit vor Ort und sichert die Veranstaltung ab. Der Lauf findet nicht als Wettkampf und ohne Zeitnahme statt, vielmehr soll es dabei um den Spaß am Laufen und die Gemeinschaft gehen.
Am vergangenen Wochenende zog es wieder Zehntausende Menschen auf die schöne Insel Usedom. Die Baltic Lights, das Schlittenhunderennen am Strand von Heringsdorf, fand bereits zum 8. Mal statt. Die Kollegen von Usedom TV waren vor Ort und haben uns ihre Bilder zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie auf der Insel Usedom hier beim großen Baltic Lights 2024. Wir tauchen heute ein in die Welt der Hundeschlittenrennen und hinter uns füllt sich der Strand schon langsam mit ganz vielen Menschen, die freudig auf die ersten süßen Huskies gewartet haben. Und was man hier heute alles erleben kann, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Über 500 Huskies, ein Strand und jede Menge Action. Vom 1. bis zum 3. März verwandelten sich die Kaiserbäder wieder in die traumhafte Baltic Lights Kulisse. Das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands stellt für Profis und Stars gleichermaßen eine Herausforderung dar. Denn statt Schnee gibt es jede Menge Sand und statt Schlitten wird sich mit Übungswagen auf die Piste gewagt. Das außergewöhnliche Event ist jedes Jahr ein besonderes Highlight. Die Idee dazu entstand bereits 2015. Als wir uns das ausgedacht haben, ging es natürlich darum, die Nebensaison ein bisschen zu beleben, weil nicht so viel los ist. Und mittlerweile kriegt man hier kein Zimmer mehr, wenn es Baltic Lights Time ist. Und das spricht schon für sich. Also ich glaube, jeder, der hier mit Tourismus zu tun hat auf der Insel, weiß, was das Baltic Lights hier auf die Insel schaufelt. Und zu Recht, denn es ist wirklich ein ganz außergewöhnlich schönes Event. Es ist sehr emotional, sehr leidenschaftlich und handgemacht. Und das spürt man auch hier mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die kommen natürlich, um die tollen Hunde zu sehen, aber natürlich auch, um unsere tollen Fernsehstars hier zu erleben. Mittlerweile hat sich das Charity-Event zu einem riesigen Publikumsmagneten mit über 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern entwickelt. Durch die Organisation von Xperi Arts Entertainment und technische Unterstützung von unserem Greifswald-TV-Team konnte das Erlebnis im Livestream auch vom Wohnzimmer aus verfolgt werden. Die Hundeschlittenführer, genannt Mascha, reisen dafür extra aus halb Europa an, um sich auf der 6 Kilometer langen Rennstrecke zwischen den Seebrücken zu messen. Untergebracht werden diese im Rinti Mascha Camp, was allein schon eine Sensation darstellt und den Menschen einen Einblick in die Welt der nordischen Vierbeiner bietet. René Reiser ist einer der Mascha. Er selbst reiste viele Stunden mit seinen 6 Huskies aus Stuttgart an. Das Training für eine so große Veranstaltung begann für das Team bereits Monate im Voraus. Die Auswahl der geeignetsten Hunde für diese Aufgabe ist eine Herausforderung, wie er uns berichtete. Das ist schwierig. Also die Grundvoraussetzungen für das Team müssen passen. Hunde gleiche Größe, man muss sich das Gebäude angucken vom Hund. Wie steht der Hund da? Ist der auch wirklich arbeitswillig? Bringt er auch die Power dafür mit oder die gewünschte Schnelligkeit? So guckt man eigentlich seine Hunde sich an. Ja. Man ist halt der Chef von einem Sportteam, heißt Mascha auf Deutsch übersetzt, mal kurz und bündig, ist ein Sportteam und wichtig dabei auch Team. Nicht nur Mascha hinten drauf und ich stehe da, sondern Team. Alle arbeiten und alle müssen arbeiten. Und auch die Bedingungen für die Tiere am Strand müssen passen. Während sich die Menschen über ein paar helle Strahlen auf der Sonneninsel freuen, kann es für die Huskies schnell zu warm werden. Daher überwachen Tierärzte die Wetterbedingungen und das Tierwohl. Die Menschen trotzen der Kälte aus Liebe zum Erlebnis. Denn neben den Hundestars sind wie jedes Jahr auch Promis aus Film und Fernsehen dabei. Nach dem Profirennen schwingen sich auch die Prominenten selbst auf die Wagen und trauen sich in den Parcours. Synchronsprecher Henrik Dorin und Schauspielerin Andrea Lüttke fuhren am schnellsten durch den teils tiefen Sand und holten sich so den Sieg. Das alles dient natürlich nicht nur dem Spaß. Im Mittelpunkt des Charity-Events steht der gute Zweck. Neben dem Baggern für die Wohltat konnten Charity-Armbänder erstanden werden. Durch diese und weitere Attraktionen sowie zahlreiche Spenden konnte in diesem Jahr eine Summe von 75.000 Euro für die Welthungerhilfe gesammelt werden. Die größte private Hilfsorganisation Deutschlands ist bereits seit Jahren eng mit dem Event verknüpft. Es ist eine tolle Zusammenarbeit mit Till Demtröder und seinem Team. Gerade in diesen Krisenzeiten geht es ja darum, dass man auch mal persönliche, positive Erlebnisse haben. Alle Menschen brauchen das und Baltic Lights kombiniert einfach so schön Spaß haben und was Gutes tun. Mit den Spenden unterstützen wir Menschen weltweit, da wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Zum Beispiel in den Dürregebieten von Äthiopien, wo die Menschen zum Beispiel Gemüsesaatgut bekommen, das mit weniger Wasser auskommt. Eines von vielen Beispielen, wo wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Baltic Lights sorgt mit seiner einzigartigen Atmosphäre jedes Jahr für Begeisterung vor und hinter den Kulissen.
Baltic Light 2024, wie ist der Eindruck von dem Event hier? Also wir finden das wunderbar. Die Stimmung ist halt, kriegen wir, die Sonne scheint. Was wollen wir denn mehr? War aber schon wunderschön. Versorgung, nochmal erklärt, worum es überhaupt geht. Baltic Light, wir waren letztes Jahr schon mal da. Und ich glaube, es wird jedes Jahr ein bisschen besser. Was bleibt, sind beeindruckende Bilder und die Vorfreude auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt, leinenlos für den guten Zweck. Hallo und wunderschönen guten Tag, mein Name ist Wilfried Minnig aus dem Hagebaumarkt Güstrow und heute möchte ich Ihnen etwas zum Thema Gartenvögel erzählen. Gartenvögel, ja, was ist ein Garten ohne Vögel? Nicht wirklich was am Ende, man hat mal ein bisschen Obst und Gemüse, aber so richtig schön wird es doch, wenn die Amsel oder die Meise da zu sehen sind. Und damit das so bleibt und besser wird, haben wir ganz neu für Sie das Thema Vogelfutter aufgesetzt. Mit unserem neuen Lieferanten, der Firma Vogelgarten, direkt aus Güstrow, einer der größten Mischfutter- oder Vogelfutteranbieter für die Zukunft. Wir sind froh, dass wir mit denen zusammenarbeiten können. Und heute zeige ich mal, worum es geht. Wir haben extra für uns ganz wunderbares Vogelfutter, saubere Terrasse. Wer das kennt, der weiß, Vogelfutter ist toll und im Frühjahr hat man den ganzen Krempel dazu liegen, passiert hier nicht. Wir haben uns anmischen lassen, eine original Mecklenburger Mischung. Das ist Vogelfutter, das abgestimmt ist auf die Vögel, die bei uns in den Gärten unterwegs sind. Was nützt es, wenn wir einen Vogelstrauß füttern wollen? Den haben wir hier überhaupt nicht. Und insofern freue ich mich darauf, dass wir mit der Firma Vogelgarten im Geschäft sind. Unser Motto für heute lautet nämlich, fitte Vögel fliegen flotter. Ich hab's jetzt drauf. Wunderbar, dankeschön. Willkommen beim Wetter. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel klar bei Temperaturen zwischen 2 und 0 Grad. Am Samstag erwartet uns strahlender Sonnenschein bei Werten zwischen 0 und maximal 9 Grad. Zum Abend hin bilden sich vereinzelte Wolken bei Temperaturen zwischen 5 und 6 Grad. In der Nacht liegen die Werte dann bei 3 Grad. Von Tagesbeginn bis zum Nachmittag gibt es am Sonntag einen überwiegend blauen Himmel bei Temperaturen zwischen 2 und maximal 10 Grad. Am Abend und in der Nacht ist es dann bedeckt bei Werten zwischen 5 und 2 Grad. Hier geht es weiter mit der aktuellen Ausgabe von Im Fokus, aktuelle Themen im Talk, diesmal rund um die Hochzeitstrends 2024. Willkommen in der Steakcraft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, komm vorbei. Sofort losfahren? Kein Problem mit unseren Volkswagen-Lagerwagen zu Top-Konditionen. Die bieten euch eine große Auswahl an verfügbaren Modellen. Also, jetzt zuschlagen und direkt durchstarten bei uns im Autohaus Nord in Güstrow.